Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Infamous und wir sind hier immer noch voll im Feuergefecht, aber die Mission möchte ich starten. Puh, mehr wollte ich gar nicht. Wenn wir jetzt sterben, ist mir das egal, wir haben die Mission gestartet und kommen deswegen dann auch gleich in der Mission wieder hier an. Ja, komm schon, Cole, schneller, nach oben. Hopp, hopp, die treffen nicht, sind zu blöd. Ach, guck mal, hier ist sogar einer drauf. Verarschen. So. Bringen wir jetzt hier ein bisschen Strom und dann machen wir diese nette Schnittstellenjagd hier mal wieder. Und dann hoffe ich mal, dass danach dann auch die Mission da wieder da ist, die beim letzten Mal dann plötzlich weg war. So, 4, 3, 2. Hat noch geklappt. Wunderbar. Und dann geht's mal weiter hier. Das war's. Ja, perfekt drin gelandet. Muss man auch erstmal so hinkriegen. Muss ich mich selbst noch mal loben. Alter, ich nach da ganz unten. Willst du mich verarschen? Kletter hoch jetzt! Alter, schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Hätten wir 5 Sekunden mehr gebraucht. Okay, vielleicht auch 3. Ja, hat eben geklappt. Mach jetzt nochmal hin hier. So, nehmen wir diesmal den. Das wäre besser. Nee, der klappt sogar noch schlechter, weil wir jetzt da vorne das ganze Gebäude hoch müssen. Das wird auch wieder nichts. Nö, das wird sogar noch schlechter. Jetzt bräuchten wir tatsächlich 10 Sekunden mehr, um das von hier aus zu schaffen. Geil, ne? Geil! Beim ersten Versuch klappt sowas und danach hat man keine Ahnung mehr, wie man das machen soll. So muss das eigentlich immer laufen. Immer die besten Voraussetzungen. So, das war auch schon mal schöner. Was ist das hier? Dann reicht die Zeit doch auch. Was? Warum nicht? Whoa. Los jetzt! Nicht dran festhalten, rüber! Alter Vater. Was machst du? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Geil. Ah, jetzt. Ja, geil. Gut, nehmen wir das Ding noch mit und dann warten wir einfach. Bescheid, dann sind wir ja jetzt eh schon. Junior-Geologe. Warum auch immer wird das hier jetzt bekommen? Man macht so, weil wir die ganzen Dinger da gesammelt haben oder was, okay? Hoch, hoch. Und diesmal bitte nicht dran vorbeifliegen. Das ist was ganz Schickes. Sehr schön. Mal hier rüber. Was machen wir jetzt von hier aus? Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich da eigentlich hin soll, weil das ist ja super umständlich, was ich hier mache, und das schaffe ich zeitlich auch gar nicht. Fast hätte ich es geschafft, aber da hätte ich bestimmt 5 Sekunden mehr gebraucht, um das normal zu schaffen, sage ich mal. Und da bräuchte ich 5 Sekunden mehr. Das ist die erste Mission, wo ich nicht weiß, wo man lang sollte, normalerweise. Also meistens war es ja immer sehr offensichtlich, wie ich wieder fest. Alter. So, hier rüber. Das ist hier sehr offensichtlich. Ab jetzt. Gehe ich mal hier rüber, würde ich sagen. Dann nehmen wir den hier. Und dann haben wir noch viel, viel weniger Zeit als eben. Dann komme ich noch nicht mal mehr zum Gebäude rüber. Kein Plan. Null. Überhaupt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ja, los. Und hoch. Und rüber. Alter, warum denn nicht? Willst du mich verarschen? Ich bin da genau dran vorbei. Und nein, mache ich nicht. Boah, das ist jetzt schon die nervigste Mission, die ich je hatte. Obwohl die gar nicht so schlimm ist. Ich meine, diese komischen Schnittstellendinger hier waren eigentlich immer meine Lieblingsmissionen. Aber weil der erste Ding nicht klappt und beim zweiten kein Weg vorgegeben ist, und boah, es ist einfach scheiße. Und das ist die schlechteste Mission, die ich bislang hatte, weil man einfach nicht weiß, was man falsch macht.
Ich müsste beim ersten Ding jetzt, sage ich mal. Hier beim zweiten, das ist ja dann... Wenn es denn dann nachher noch einen Weg gibt, wo ich dann sage, ach so, da hätte ich lang gemusst, dann kritisiere ich hier ja auch gar nichts dran. Ich kritisiere ja am Anfang momentan ein bisschen nur... Oh ja, genau, hüpf da rein. Ach, du bist doch zum Kotzen, du Drecks-Coal-Viech. Hoch jetzt schaffen wir nicht mehr, ne? Ja, geil. Hüpft erstmal da in diesen scheiß Balkon rein, statt da hochzuklettern. Mein Gott. Ich könnte hier schon wieder wegtreten. So, hier hoch. Und weiter. Weiter, habe ich gesagt. Nicht erst wieder an der Kante. Und heute? Ich weiß nicht, ob mir das vorher einfach nur nicht aufgefallen ist, aber heute kommt mir das Spiel so extrem buggy vor. Dass er an jeder zweiten Ecke festhängt, dass er sich irgendwie durch den Boden durchbackt und was weiß ich. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Diese ganzen technischen Fehler, ja, fick dich. Entschuldigung, aber mein Gott, dann kann man so blöd sein, sich da nicht einfach nicht festhalten können. Ist er sogar noch gestorben? Schubidubidu. Da geht's. Oh, und hier hoch. Und weiter. Und bis hierhin ist wieder alles schön. Hey, da ist der beschissen dran fest. Aber das Gleiten bringt es auch voll, wenn der einfach senkrecht nach unten gleitet da. Mein Gott. Ja, klettert jetzt doch hoch. Mein Gott, dann fällt er wieder erst 30 Meter runter, damit er dann wieder 20 Meter hochklettern kann. Hier irgendwie muss ich auf dieses Dach kommen, damit ich mit dem Ding da nach oben komme. Aber wie komme ich schnell auf das Dach? Das verstehe ich einfach nicht. Ich habe keinen Plan, wie man da eigentlich laufen soll. Alles braucht viel zu viel Zeit. Wie man hier beim ersten Ding schon sieht, ist die Zeit ja wirklich Sekunden genau hier berechnet, die man brauchen könnte. Wenn man dann nicht weiß, wo man lang muss, dann ist das natürlich doppelt bitter. Ja, das sieht schon besser aus jetzt. Komm schon. Komm. Ja, das war's doch. Puh. Wie gesagt, das zweite bekritisiere ich gar nicht. Wenn man da den richtigen Weg gefunden hat, wie jetzt, dann ist das gar nicht schlecht. Aber die erste, dass man da einfach an den Drecks-Satelliten vorbeizischt, das ist schon ärgerlich. Also das ist blöd gemacht, sage ich mal. Hätte man den Radius, mit dem man den aktiviert, da doch ein bisschen größer machen können. Neue Nebenmission. Dann gehen wir jetzt nochmal gerade rüber. Dass man das Ding hier nutzen sollte. Das hatte ich vorher nicht ganz begriffen. Vielleicht sollte man es auch gar nicht, aber es hat funktioniert. So. Jetzt weiter geradeaus. So, da ist es schon. Hier oben. Hoch jetzt. Schnell. Tag. Ich bin da. Eine Gruppe Vergänglicher hat meine Medikamente gestohlen. Finden Sie sie. Okay, Medizinvorräte funktionieren. 7 Kisten. Na, Happy Birthday. Oh, nervt mich nicht. Oh, ist ein Kumpel dabei? Mein Freund schon gehört, dass er mich nicht nerven soll. Okay. Achtung! Achtung! Strom, Strom, mehr Strom. Ja, das wird jetzt mein Ende sein, weil hier kein Strom ist. Strom! Heilen. Und weg hier.
Okay, so konnte ich zwei zumindest schon mal von der Masse fernhalten. So, den hätten wir. Den auch. Das Viech auch. Okay. Hier ist noch einer. Da ist noch einer. Sogar noch zwei. Du und du. Strom, Strom, Strom. Der hat noch Strom. Okay, dann klettere ich hier mal nach oben irgendwie. Da ist das erste Medizin-Dingens. Dann müsste jetzt das zweite sein. Hier ist das zweite drin. So, dann müsste auf dem Dach noch eins sein, wenn ich das da gerade richtig sehe. Zwei von sieben Kisten haben wir also. Okay, dann war mal hoch. Was? Ich dachte, ich hätte das. Nein! Weg hier! Tschüss! Tschüss! Okay. Audiolaufwerk einsammeln. Wurde heute Kessler vorgestellt. Er hat so ein Metallgerät am rechten Arm und ein zernarbtes Gesicht, vermutlich von einem Unfall. Einer der anderen Wachen hat erzählt, Kessler sei seit Jahrzehnten Anführer der Erstgeborenen, würde aber immer wieder längere Zeit verschwinden. Erster Eindruck, Kessler ist ein echter Fanatiker. Er hat einen Plan und wird ihn ausführen. Wir müssen vielleicht früher gegen ihn angehen als geplant. Jonathan, also die Erstgeborene infiltriert, nämlich das erste Mal Kessler. Das müsste, glaube ich, der Typ sein, den wir schon gesehen haben. Den hat der Typ das erste Mal begegnet. Und der hat schon vornherein schon gemerkt, dass derjenige wohl nicht so ganz friedlich ist. So, hier haben wir noch so ein Ding. Da haben wir gleich noch eins, oder wie sieht's aus? Oder ist das hier oben drauf? Nee, das scheint tiefer zu sein. Hier drin. Hier sind auch Leute. Oh ja, hier sind sogar einige. Den hätten wir. Den hätten wir auch. Ist nur noch der da. Stirb! Nein! Alter! Ein dummes Drecksviech will hier jetzt nicht sterben, oder was? Na, jetzt fall doch um. So, mein Gott. So, da oben liegt's doch rum. Wo ist dir? 5 von 7. So, jetzt doch ihr hier. Ah, hier Strom. Warte mal. Danke. So, nehmen wir das mal mit. Dann fehlt nur noch das, was hier oben drauf liegt. Los, kletter, kletter. Nimm es! Damit haben wir auch alle. Wo werde ich dem Sanitäter zurückgeben? Was war das denn? Mega Jump!
von mir aus. Aber mit Vollgas zurück. Mal kurz ihn hier hoch. Und dann hast du deine Vorräte zurück, mein Freund. Hat jetzt etwas länger gedauert, die Mission, aber die davor ja auch schon. Und dafür haben wir wieder jetzt wahrscheinlich auch so ein Medizinlager hier neu, oder? Eine Klinik? Jawohl, haben wir freigeschaltet. Hier auf dem Dach. Mit diesen Medikamenten kann ich viele Leben retten. Eine geile Klinik, die der hier hat. Okay, jetzt dauert die gute Mission wieder da. Und die kriegen wir die jetzt noch. Falsche Richtung, so ist gut. Da müssen wir lang. Ich hoffe nur, die verschwindet jetzt nicht gleich wieder, wenn wir da hinkommen. Cole, lauf. Ah ja, da vorne ist er. Den da oben kann ich auch noch einsammeln, wenn ich die habe. Aber nein, jetzt haut er wieder ab. Zum Kotzen. So, mein Freund. Ach, deswegen ist der immer verschwunden, weil der Polizist immer, wenn ein Gegner kam, ja, gegen den Gegner vorgegangen ist. Okay, starten wir mal. Wir müssen einige Gefangene befragen. Eskortieren Sie sie durch die Stadt. Sag dem Agenten, och, nein. Alles nur nicht Gefangene eskortieren. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Oh, ja, kommt her, Leute. Los, schneller geht das. Deine Entscheidung. So, wackel, 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 wackel. So. Wieder mal drauf. Lauf, weiter schneller. Geht's. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir die Tunnel? Nee, zum Glück nicht. So, wer von euch versucht jetzt weg abzuhauen, Leute? Das haben wir doch schon gehabt, das Spielchen. Schon zweimal. Die beiden wollen abhauen, ja? Ich mach dich fertig. Bin ich mir sicher. Und dann geht es weiter, Leute. Jetzt. Los. Das war jetzt nicht wirklich der glücklichste Fluchtversuch, den ich je gesehen habe, aber auf morgen. Hier wünsche ich auch noch einen schönen Tag da oben. So, weiter geht's. Komm schon. Los, Tempo. Hallo? Tempo, habe ich gesagt? Mehr Tempo. Tempo. Ja, habe ich auch schon gesagt, Cole, aber irgendwie hören die nicht auf mich. Oh, lalalala. Und was passiert als nächstes? Dann wieder zwei abzuhauen. Mir entkommt niemand. Das könnt ihr euch mal gleich mal abschminken. So, weiter. Alle da. Trödel nicht rum. Los. Los. Mein Gott, wo wollen die denn hin? Bin ich gleich mal da? Oh, nein, das ist nicht Müllmonster. Drecksviecher, haut ab. Könnt mich mal, ihr blöden Drecksmüllmonster. So, weiter. Lauf schon. Da vorne ist doch jetzt das Gefängnis, oder? Da ist das Gefängnis. Na los. Kommt schon das Stückchen noch. Ah, ja. Oh. Ist das dein Ernst? Dumme Idee. Ist das euer Ernst?
Das war ein Riesenfehler. So, los. Da war es auch nicht schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Boah, müssen wir jetzt einmal um das Drecksding hier rumlaufen, oder was? Oh. Ich bin dabei, die zum Gefängnis zu eskortieren, aber irgendwie müssen wir da einmal komplett rum. Mich provoziert man nicht. Mein Gott, wie oft wird das noch probieren? Es klappt schneller. Nicht. So, jetzt aber hier drin. Ja, größte Umweg um das Auto da rennen. Da sind alle da. Zufrieden? Anscheinend. So, mein Gott, waren das nervige Typen. Die wollten es aber auch einfach nicht lernen. Ja, Gebiet erobert, Feindrückkehr nichts, 52%, 9 von 15 abgeschlossen, das ist eine weitere. Und unsere Fähigkeit wird verbessert. Wunderbar, wunderbar. Jetzt haben wir hier chirurgischer Eingriff, noch eine Nebenmission. Aber ich denke, weil die so weit weg ist, machen wir jetzt dann doch erstmal die Story-Mission, die hier direkt vor uns ist. Haben jetzt hier drei Stück mal wieder. Wahrscheinlich von Trish, von Sieg und von hier Moja. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Muss aber nicht, ne? Reine Spekulation. Monster, hey. Da, haut ruhig ab. Feigenschweine. So, da vorne ist sie ja schon. Sie heißt... Die Dustmen meinen, wenn sie ihre Schiffe mit Geiseln beladen, würde das Militär klein beigeben und sie durch aber die Absperrungen lassen. Aber die Jungs mit den Kanonen wollen wohl nicht mitspielen. Alle Kräfte an den Quarantäneabsperrungen haben den Befehl, sofort zu schießen. Jedes Schiff, das den Hafen durchkreuzt, wird zerstört. Ohne Vorwarnung. Sie müssen die Boote mit den Geiseln finden und ihre Motoren lahmlegen. Wenn die Boote ablegen, sterben unschuldige Menschen. Klar, ich will kein Blut vergießen, Moja, aber ich verstehe nicht, was das mit unserer Abmachung zu tun hat. Wenn ich die Situation nicht kontrollieren kann, werde ich ersetzt. Die Insel wird bombardiert und unsere Abmachung platzt. Verstehen Sie das? Ja, klar. Gut. Und reden Sie nie wieder so mit mir. Das sagt die Richtige. Okay, was sind die blauen Punkte? Och, natürlich. Ist ja nicht weit auseinander, die Drecksboote. Ich dachte, ich mache jetzt hier mal schnell eine Nebenmission, ne? Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Ja. Wunderbar. Dann haben wir noch zwei Idioten auf dem Dach, ne? Tschüss. Wo ist der andere? Achso, da ist der andere. Dann auf Wiedersehen. Okay, wir holen uns wieder den Strom. Guck mal, was es hier sonst noch so gibt. Zum Beispiel, was gibt es hier sonst noch so? Da oben ist ja so ein Ding dran. Das wollte ich mir auch gerne. So, was soll ich mit dem Boot machen? Lahmlegen. Und wie? Muss ich da wieder irgendwie drauf oder so? Zerstören Sie unbedingt den Bootsmotor. Der hier oder was? Schlechte Neuigkeiten, Cole. Das Militär mobilisiert Kampfhubschrauber. Sie wollen die Schiffe der Dustmen angreifen, auch wenn sie nicht ablegen. Ich halte sie auf, aber das kann ich nicht ewig. Ich dachte, sie hätten alles unter Kontrolle. Vielleicht sollte ich lieber mit denen verhandeln. Sie wollen Ergebnisse, Cole. Nur das zählt. Liefern wir nicht, finden Sie jemand anderen. Das sind ja sehr nette Typis. Das ist Geld drauf. Egal, wir schicken Kampfhubschrauber.
Noch hebt ihr doch überhaupt nichts ab. Mein Gott. Ja, hier weiter. Und hier bringt uns nichts. Das Einzige, was interessiert, ist der Motor von dem Schiff da vorne. Ja. Jetzt gibt es hier noch die Explosionsscherbe. Wäre ich mal nicht gesprungen, hätte ich sie jetzt schon gehabt. Ja, okay. Ach du Scheiße. Das habe ich nicht kommen sehen, dass die auch von der Richtung kommen. Nein, noch einer. Hilfe. Stirb. Alter, ne? Du kannst mich mal da vorne. Und wo das denn jetzt? Alter. Da war keine Sau. Kein Vollidiot war da irgendwo in der Nähe und trotzdem sterbe ich. Hier, stirb. Du auch. Du auch. Oh, und daneben du auch. So. Strom. Das war ja voll viel Strom in der Laterne. Mehr Strom. Und dann wäre hier. Okay, da ist keiner. Noch keiner, jetzt da welche. War das alle? Nein, natürlich noch nicht. Ach du Kacke, die habe ich gar nicht gesehen da. Weg hier! Um die Ecke! Um die Ecke! Strom. Ist kein Strom drin. Kann ich mir irgendwie schnell Strom machen? Ist hier Eisendings? Mach nicht, aber das ist Laterne. Strom! Danke. Vorne war sie doch eine. So. Ziel und Feuer und Feuer. So. Und dann noch hier den blöden Motor da vorne kaputt machen. Dann auf zum letzten Schiff. Oh, das ist jetzt zum Glück auf dem ganz anderen Ende der Stadt. Tag. Alter, geht drauf! So. Strom. Heilen. Was? Ey, wir sind jetzt Held. Super. Fisch im Fass oder was wird da? Was ist daran jetzt? Was können wir jetzt Tolles, Neues? Egal, wir machen mal. Ganz kurz nebenbei mache ich mal die Kräfte neu. Das sollte uns jetzt ja möglich sein. Wie viel haben wir denn? 3000? Da brauchen wir 12.000 für. Na sicher. Okay. Das haben wir bald. Schadensminderung haben wir komplett. Donnerschlag noch nicht. Nahkampf auch nicht. Elektrizität entziehen. Da machen wir mal das Neueste. Und den Rest mal sehen, wenn wir uns das leisten können, ne? Ein bisschen was kostet das ja schon. Hi, Trish. Aber erstmal auf die Dächer. Wie steht's um das Krankenhaus? Die Außenseite ist ziemlich zerstört, aber innen sieht es überraschend gut aus. Ich habe bereits einige Busladungen Menschen hingebracht. Sehr gut. Vielleicht sollten wir mal reden, wenn das hier vorbei ist, und klären, was genau eigentlich passiert ist. Ja, jederzeit. Also bis dann.
Ja, bis dann. So. Okay. Nach oben. Weiter nach oben. Noch weiter nach oben. Und dann jetzt los. Wir müssen nochmal durch die halbe Stadt durch. Oder durch die ganze Stadt durch, leider. Hier, ein Stromgenerator. Nehme ich gleich mal mit. Und dann darüber. Weiter. Ja. Noch weiter. Hilfe. Das hat nicht so funktioniert wie es heute. Jetzt bin ich wieder auf den Straßen, da bin ich ein leichtes Ziel. Aber da sehe ich natürlich auch schnell solche Elektro-Dinger da oben. So Scherben. Explosionsscherben. Jetzt macht die sich hier schon wieder rum. Das kann nicht wahr sein. So, haben wir. Weiter geht's. Hoch, 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 hoch. Oben. So, darüber. Und darüber. Also noch was? Oder ist das so eine blaue Lampe? Ah, warte mal. Ich kann jetzt zumindest mehr eine Freude. Ja, leider klappt das nicht so, wie ich es wollte, aber ich kann ihn da noch schnappen. Nein! Schnell! Ja! Ich meine einen. Strom ist schon mal schön. Hier ist noch mehr. Dann sind wir schon wieder voll. So. Ach du Scheiße. Ach du Kacke, so ein Viech. Nein! Ich muss hoch. Ich muss schnell hoch. Oh, ist zu spät. Ein Treffer und ich war tot. Das hatte ich jetzt nicht gesehen, dass das so ein Vollidiot ist. Alter, das kam genau in der Sekunde der Zug, oder was? Ja, zum Glück nicht Buggy. Oben, schnell nach oben. Cole, Alter. Mein Gott, wie mich die Steuerung jetzt wieder ankotzt hier. Haut ab, ihr Drecksviecher. Meine Fresse. Ich muss sofort hoch, irgendwo. Aber er will natürlich nirgendwo hoch. Das kann nicht wahr sein. Man kann überall hochklettern. Nur dann, wenn man mal unbedingt hoch muss. Dann gibt's nichts. Hier, jetzt backt er sich da schon wieder rum. Alter, ist das ein buggiges Spiel, ne? Ich weiß nicht, warum mir das vorher nie aufgefallen ist. Ich habe gerade eben kurz die Last was aufgenommen. Und danach wird mir dann wieder sowas vorgesetzt. Klar, das Spiel macht super mit. Super, aber viel Spaß. Oh, endlich ist das richtig tot. Da ist noch so einer. Der ist nicht so einfach platt zu machen. Nochmal. Nochmal und nochmal. Schade, bin ich oben dran gekommen. So erledigen. Hilfe! 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 Das kann nicht wahr sein, dass man tot. Da sind drei von den Viechern. Ich dachte, da wären zwei. Ah. Alter, ich bin froh, wenn ich eins, dass ich eins von den Viechern da platt gemacht hatte. Jetzt kommen da plötzlich noch zwei um die Ecke. Spring doch jetzt hoch. Oh mein Gott. Ja, ich mache noch mal kurz die Bootsmission. Kurz. Ich glaube, die längste Mission, die ich bislang überhaupt hatte. Das auch. Interessiert jetzt gerade.
gerade, wo die großen Dinger sind. Da. Alter, warum kann man da nicht umziehen, ne? Kann man. Oh, erledigt. Das ging jetzt schnell. Das war wahrscheinlich der, wo ich vorher schon mit der Bazooka-Ding jetzt drauf geballert habe. Alter, Kumpel. Kumpel? Hallo, Kumpel? War der da? Alter, willst du mich jetzt verarschen? Versteckst du dich jetzt oder was? Okay, da ist er. Komm schon, stirb! Stirb! Schnell! Sterben! Alter, Kacke! Puh. So, und jetzt noch zum Boot. Oh. Okay, Feuer, mit anderen Worten, wir werden nach oben geschickt. Aber ich komme nicht nach oben. Geil. So, dann muss ich halt hier über die Seite nach oben. So, du kannst jetzt erstmal drauf gehen. Du auch. Mein Gott, so. Jetzt nur noch das Schiff. Motor kaputt. Sieht aus, als wäre da noch ein Schiff, Cole. Gehen Sie sofort dahin. Oho. Und wenn nicht, werfen Sie dann Bomben ab? Der Präsident hat letzte Woche alles in die Wege geleitet. Wenn die Seuche ein kritisches Ausmaß erreicht, gibt er den Befehl. Keine Diskussion. Dann löschen Sie die ganze Stadt aus. Einfach so. Ja, so lauten die Vorgaben bei biologischen Bedrohungen. Ob Sie wollen oder nicht, Cole, da müssen Sie durch. Alter, ich dachte gerade, endlich geschafft. Hier noch 20 Minuten Drecksmission und dann kommt noch ein Boot. Noch eins. Alter Vater. So viel zu, ich mach mal noch schnell die Story-Mission, damit wir den nächsten Part die Nebenmission machen können. Also die letzte und dann die anderen beiden Story-Missionen. Ja, hätte ich mal doch erst noch die Nebenmission gemacht, ne? Ich dachte, das geht schneller, wenn ich jetzt nicht extra nochmal bis nach durch die halbe Stadt rennen muss wegen einer Nebenmission. Sondern lieber die Story-Mission mache, die nah dran ist. Aber diese Story-Mission schickt mich ja durch die gesamte Stadt. Ah, ja, super geil. Da hinten stehen sie alle drauf. So, erstens. Du. Was, du lebst noch? Richtig. So. Oh. 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 Raketenwerfer. Mein Oberraketenwerfer. Ah, okay. So, jetzt kann ich euch vornehmen hier. Da ist noch einer. Ist da auch immer noch. So. Jetzt sind noch du da. Strom. Mehr Strom. Guten Tag. Du lässt dich da nicht beirren. Du stehst einfach weiter rum. Das sollte jetzt das letzte Schiff sein, oder? Dann. Motor kaputt. Geschafft. Das war das letzte Schiff. Mein Gott. Auch wenn Ihnen die Situation nicht passt, Cole, wir müssen mit dem umgehen, was wir haben. So ist es nun mal.
Ja, du mich auch. Und hier ist jetzt natürlich auch genau die Nebenmission dran. Wäre praktisch, wenn wir jetzt schon 40 Minuten in diesem Part hätten. Ach, deswegen stand er doch die ganze Zeit. Na gut, ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.